Wenn du die Zeit in Händen hast, ernimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. Nun von dir selbst in Jesus Christ die Mitte festgewiesen ist, für uns dem Ziel entgegen. Da alles, was der Mensch beginnt, vor seinen Augen noch zerrinnt, sei du selbst der Vollender. Die Jahre, die du uns geschenkt, wenn deine Güte uns nicht lenkt, veralten sein Tag, sein Werk vergeht, nur du allein wirst bleiben. Nur Gottes Ja wird für und für, drum kehre jeden Tag zu dir, weil wir im Winde treiben. Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist, du aber bleibest, der du bist, in Jahren ohne Ende. Wir fahren hin durch deinen Zaun und doch strömt deiner Gnade Born in unsere leeren Hände. Und diese Gaben, Herr, allein lass Wert und Maß der Tage sein, die wir in Schuld verbringen. Nach ihnen sei die Zeit gezählt, was wir versäumt, was wir verfehlt, darf nicht mehr vor dich dringen. Denn du allein der Ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weiß, im Fluge unserer Zeiten. Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. Der du die Zeit in Händen hast, ist ein Lied von Jochen Klepper aus dem Jahr 1937. Und wieder ist es so, hier im zweiten Teil von 6 unserer kleinen Jochen Klepper-Reihe, wieder ist es so, dass man das Lied noch besser verstehen kann, wenn man die genaue zeitliche Verortung kennt. Jochen Klepper schreibt es bereits am 20. Oktober 1937, aber die Reichskulturkammer genehmigt es erst am 30. Dezember 1937. Und da es ja ganz offensichtlich ein Lied ist, das zum Jahreswechsel hin geschrieben ist, da kommt es natürlich zu einem Zeitpunkt, wo jetzt Jochen Klepper es nur noch schlecht veröffentlichen kann und wo es nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es bekommen hätte, wenn man es schon im Oktober hätte veröffentlichen können. Aber die Reichskulturkammer benachteiligt ihn als jemanden, der mit einer jüdischen Familie verheiratet ist und lehnt auch inhaltlich das Lied ab, weil sie schon verstehen, dass da auch eine Kritik am Nationalsozialismus einfach mit drin schwingt. Also die Reichskulturkammer ist ja direkt dem Propagandaminister Josef Goebbels unterstellt und die schreiben zu dem Lied, er sei absolut jüdisch und er greift auf die knechtische Einstellung der Psalmen zurück. Und auf der anderen Seite wünschen sie sich natürlich für Deutschland einen positiveren Ton zum Jahreswechsel, denn 1937 hin zu 1938 ist natürlich für den Nationalsozialismus noch ein sehr positives Jahr. Man kann sagen, dass die Begeisterung dem Nationalsozialismus gerade Hitler gegenüber auf dem Höhepunkt ist. Deutschland hat sich positiv entwickelt seit 1933 in der Wahrnehmung der Menschen. Das schlägt sich zwar gar nicht so ganz konkret in irgendwelchen Wirtschaftszahlen nieder, aber es ist eine Aufbruchsstimmung da. Es ist einfach eine positive Stimmung. Und das Lied greift ja jetzt wirklich Dinge auf, die eben auch die Begrenztheit zeigen und klar machen, hier haben wir etwas, was Menschen aufbauen und was auch wieder in sich zusammenfallen kann. Und das formuliert Klepper, wenn er eben sagt, da alles, was der Mensch beginnt, vor seinen Augen noch zerrinnt. Es ist nicht von Dauer. Wer ist hier, der vor dir besteht, also vor Gott besteht, und dann der Mensch, sein Tag, sein Werk vergeht. Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist.
Also es ist klar, alles, wofür sich jetzt scheinbar die Mehrheit der Deutschen wirklich total begeistert, das ist nichts, was von Dauer ist, sondern das hört wieder auf. Und es kann sich vielleicht sogar in eine ganz negative Richtung entwickeln. Und so ist es ja dann auch einige Jahre später mit dem Krieg, wo Deutschland ja zerstört wird zu großen Teilen. Und was Jochen Klepper aus seiner Überzeugung dem entgegensetzt, das ist sein christlicher Glaube. Der du allein, der Ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt. Und nur du allein wirst bleiben. Nur nun von dir selbst in Jesus Christ die Mitte festgewiesen ist, für uns dem Ziel entgegen. Also das Ziel ist keine Begeisterung dem Nationalsozialismus gegenüber. Das Ziel ist nicht, Deutschland groß zu machen und am Ende eine Lebensraumpolitik im Osten und all das, was mit dem Nationalsozialismus letztlich in Verbindung zu bringen ist, sondern das Ziel, das ist die Gegenwart Gottes und das Ziel ist ein ewiges Leben. Und damit benennt Jochen Klepper ja einen ganz wichtigen Unterschied zwischen Nationalsozialismus und christlichem Glauben. Nationalsozialismus, wenn da von Freiheit die Rede ist, dann ist ja immer die Freiheit des Volkes gemeint. Und der Einzelne, das Individuum, ist einfach nicht so wichtig. Der Einzelne hat sich einzuordnen in das Volk und der Einzelne ist nur wertvoll in Bezug auf die Volksgemeinschaft. Aber hier auf der anderen Seite im christlichen Glauben geht es darum, dass der Einzelne, dass jeder einzelne Mensch wertvoll ist, weil jeder einzelne Mensch von Gott gewollt und geliebt ist. Und wie es hier heißt, nun von dir selbst in Jesus Christ die Mitte festgewiesen ist, für uns dem Ziel entgegen. Das ist das Ziel und nicht die Begeisterung für den Nationalsozialismus. Von daher ist völlig verständlich, dass die Reichskulturkammer von dem Lied nicht begeistert ist und erst so in allerletzten Moment ist überhaupt genehmigt, weil auch eine Kritik am Nationalsozialismus da drin steckt. Und wenn man es heute in der Adventszeit noch singt, dann ist das sicherlich eine Ebene, die den meisten nicht bewusst ist, dass das Lied eben auch im Kontrast von Hell und Dunkel, von Nationalsozialismus und christlichem Glauben geschrieben ist. Und das war dem Jochen Klepper ein ganz persönliches Anliegen zu dem Zeitpunkt, weil es einem auch die Hoffnung ausdrückt, dass sich das verändert. Denn wenn er hier sagt, der Mensch, sein Tag, sein Werk vergeht, dann ist es in Bezug auf den Nationalsozialismus, auf die politische Situation in Deutschland, ja auch nichts, was er betrauert, sondern es ist auch ein Wunsch. Also an den Stellen, wo das hier so heißt, dass die Dinge zergehen, vor den Augen zerrinnen, das wünscht er sich ja gerade, dass das, was Nationalsozialismus heißt und bedeutet, dass es eben tatsächlich weniger wird und weggeht, damit einfach der Raum wieder frei ist für anderes und in dem Fall für den christlichen Glauben.